In diesem Video geht es um das TELC-Zertifikat B2. Und zwar werden wir uns fragen, was kann ich überhaupt damit machen? Wir schauen uns das Zertifikat ein bisschen genauer an. Und zwar fragen wir uns, wo ist es anerkannt und wie sieht die Prüfung überhaupt aus? Damit du auch wirklich nichts verpasst, klick hier unten gleich auf Abonnieren. Und dann können wir auch schon loslegen. Die Wahl zum TELC B2-Zertifikat. Und was kann ich damit eigentlich machen? Zunächst möchte ich dir zeigen, wie das Video aufgebaut ist. Ganz am Anfang schauen wir uns mal zusammen die verschiedenen TELC-Prüfungen an, die es so gibt. Und dann gehen wir in das B2 Deutsch etwas über und schauen oder fragen uns, warum soll ich denn hier überhaupt eine Prüfung ablegen und warum mit TELC? Dann stellen wir uns die Frage, kann ich denn damit überhaupt studieren oder es für meinen Beruf benutzen? Und wo ist das TELC-Zertifikat überhaupt anerkannt? Und dann schauen wir uns ganz am Ende noch gemeinsam an, wie so eine Prüfung ungefähr aufgebaut ist. Also bleibe bis zum Ende dabei und schau dir das noch an. Ganz am Anfang schauen wir uns jetzt erstmal die verschiedenen TELC-Prüfungen an, die so angeboten werden. Und zwar gibt es angepasste Prüfungen zu verschiedenen Zwecken. Oft haben die mit dem Beruf zu tun. Wie wir sehen, gibt es im Niveau B1 und B2, das sind so Übergangsniveaus. Für B1 und B2 gibt es zum Prüfungszweck Beruf oder Pflege. Also du kannst allgemein eine Prüfung ablegen für den Beruf oder wenn du dich für die Pflege interessierst, wie Altenpflege zum Beispiel, dann kannst du direkt für Pflege auch eine Prüfung ablegen. Wenn du aber schon im Niveau B2 drin bist, gibt es auch für den Beruf, Deutsch für den Beruf, eine B2 Plus Prüfung zum Beispiel. Und dann, wenn du sagst, okay, ich will nicht in die Pflege, aber doch in die Medizin, du gehst also noch ein Stück weiter, dann gibt es da zum Beispiel auch eine Zugangsprüfung für Medizin. Und später dann auch für Medizin, wo wir Niveau B2 und Niveau C1 haben als Übergang zusammen. Da gibt es dann sogar noch eine extra Prüfung. Wir gucken uns hier aber die allgemeine Niveau B2 Deutschprüfung an. Wozu brauche ich die überhaupt? Weil, wenn ich in den Beruf gehen möchte und so weiter, könnte ich ja auch diese anderen Prüfungen machen. Wir schauen uns jetzt also an TELC B2 Deutsch. Warum soll ich hier überhaupt eine Prüfung ablegen und warum denn überhaupt mit TELC? Ist es denn wirklich für mich notwendig? Das ist so die Frage. Und zwar sage ich, es ist wichtig, überhaupt die Sprache zu lernen für Menschen und ihre Kultur, damit wir sie verstehen und die Kultur miterleben können. Und durch so eine Prüfung kannst du also deine Sprachkenntnisse jetzt nachweisen. Und diese Prüfung ist international anerkannt. Du kannst sie also benutzen für deinen persönlichen Erfolg und für den Alltag und den Beruf. Nun fragst du dich vielleicht, okay, es geht hier um Erfolg für mich selber, für persönlichen Erfolg und so weiter. Kann ich denn aber mit einem B2-Zertifikat dann auch studieren gehen? Oder kann ich das für meinen Beruf dann auch benutzen, wenn ich jetzt nicht in die Pflege oder in die Medizin gehe? Schauen wir uns das etwas genauer an. Also, es gibt ein Zertifikat für den Beruf. Aber du kannst auch das allgemeine Deutschzertifikat machen, das dann deinem Arbeitgeber zeigt, dass du B2 hast. In Deutschland gibt es nämlich viele Ausländer, die Arbeit suchen. Und da will sich der Arbeitgeber natürlich auch irgendwie absichern. Ja? Und deswegen ist es gut, wenn du das B2-Zertifikat hast und das deiner Bewerbung anhängst. In Deutschland ist es nämlich so, dass die meisten Ausländer, die einen Integrationskurs ablegen, dann da ihr B1-Zertifikat machen. Die Sache ist, für den Beruf wäre B2 aber bedeutend besser. Und deswegen reicht es nicht, wenn du einfach in deinen Lebenslauf B2 reinschreibst, sondern somit kannst du es ja nicht nachweisen, sondern es wäre besser, wenn du sogar ein Zertifikat anhängen kannst. Denn, seien wir mal ehrlich gemeinsam, unter B2, das stellt keine Qualifikation dar für Leitpositionen oder Bürojobs, administrative Jobs und so weiter. Weil du musst da schon
förmlich schreiben können, du musst förmlich sprechen können und so weiter. Unter B1 reicht zum Beispiel, wenn du vielleicht in der Produktion arbeiten möchtest oder ja, vielleicht auch im Lager oder vielleicht auch in einem Lebensmittelladen oder sowas oder in einem Kleidungsgeschäft, solche Sachen. Das ist okay, aber ich möchte dazu sagen, dass B2 schon auch eine Voraussetzung ist, aktiv in der Gesellschaft mitzumachen. Und ich zeige dir auch gleich, warum. B1 liegt nämlich weit unter dem B2-Niveau. In B1 kannst du alltägliche und persönliche Dinge beschreiben, verstehen und so weiter. Ja? Und im B2 bist du schon so weit, dass du fremde Dinge verstehen kannst. Du kannst Teil von Diskussionen sein und Berichte verstehen oder sogar Berichte schreiben. Also das Niveau B2 bezieht sich hier schon viel mehr auf Themen, die dem Sprecher auch eher fremd sind. Ja, man kann sich zum Beispiel mit Muttersprachlern gut verständigen und man kann Argumente darlegen. Und das Niveau hat dann hier schon einen bedeutenden Sprung gemacht. Und daher ist das Erlernen der Sprache auf dem B2-Niveau auch bedeutend schwieriger als die Schritte zwischen A1 bis B1. Denn diese beziehen sich noch auf das Umfeld der eigenen Person und der eigenen Erfahrungen. Also meiner Meinung nach kann man erst mit dem Niveau von B2 ein aktiver Teil der Gesellschaft sein. Deswegen ist es hier wirklich ein hilfreicher Schritt, sich für eine Sprachprüfung auf diesem Niveau zu entscheiden. Als nächstes fragst du dich vielleicht, okay, natürlich möchte ich irgendwann auch einen Job haben, aber ich möchte erstmal studieren. Kann ich denn das B2 für mein Studium benutzen? Geht das denn überhaupt? Ich gebe dir die klare Antwort, jein. Also ja oder nein. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Es ist nicht ganz sicher. Es kommt drauf an, wo du studieren möchtest und was du studieren möchtest. Die gute Nachricht hier ist, dass ca. 20% der deutschen Universitäten B2 akzeptieren. Aber Vorsicht! Meiner Meinung nach reicht es womöglich nicht aus, um erfolgreich zu studieren. Denn ich denke, du bräuchtest mindestens C1 für den Studienstart. Und ich sage das nicht aus dem irgendwoher heraus, sondern ich studiere selber und ich weiß, wie die Lektüre aufgebaut ist. Du musst dann selber Literaturrecherche machen und Bücher lesen, die nicht dafür konzipiert sind, dass ein B2-Kandidat oder ein B2-Schüler das verstehen kann. Da sind teilweise Sachen dabei, die ich mehrmals durchlesen muss als Deutsch-Muttersprachler, der schon ein C2-Niveau hat. Ich selber muss mir teilweise Sachen mehrmals durchlesen und es sind wirklich schwierige Wörter dabei, die auf dem Latein basieren zum Beispiel, viele Fremdwörter, viele komplexe Strukturen, die wirklich schwer zu verstehen sind. Und ich bin der Meinung, dass B2 für ein Studium nicht ausreicht. Und wenn du mit B2 beginnst, dann kann es passieren, dass du am Anfang wirklich Probleme haben wirst, weil du einfach das meiste nicht verstehst und weil du dann, wo andere Schüler einfach nur den Text verstehen müssen und ihre Aufgaben lösen oder einen Vortrag halten müssen oder so, da sitzt du da und versuchst, das alles erstmal zu übersetzen und zu verstehen. Und das ist wirklich, das nimmt dir sehr, sehr viel Zeit und am Ende hast du schlechte Noten und vielleicht gibst du das Studium sogar auf. Deswegen würde ich dir wirklich raten, höre auf mich und versuche wirklich C1 zu bekommen. Das ist wirklich wichtig, denn da kannst du dann auch wirklich erst erfolgreich sein und gut durchstarten. Aber wie gesagt, es gibt Universitäten, die das akzeptieren, aber hier ist die gute Nachricht nochmal. Du musst nicht verzweifeln, wenn du sagst, oh, ich habe aber dann nur B2 und ich möchte gerne anfangen zu studieren. Es gibt die Möglichkeit, in ein Studienkolleg aufgenommen zu werden mit deinem B2-Zertifikat. Das ist wirklich eine super Möglichkeit und die möchte ich dir jetzt noch mal ganz kurz genauer zeigen. Denn oftmals ist es so, dass ausländische Schüler
nicht das Gleiche haben wie das Abitur in Deutschland. Ich möchte dir mal, ich habe hier eine Definition aufgeschrieben davon und die lese ich dir jetzt einfach mal vor und ich hoffe, du verstehst, was jetzt ein Studienkolleg ist. Also, ein Studienkolleg ist eine Bildungseinrichtung, die ausländischen Schülern, die an einer deutschen Universität studieren wollen, hilft, sich richtig darauf vorzubereiten. Manchmal wird nämlich der ausländische Schulabschluss nicht anerkannt, da es nicht mit dem deutschen Abitur gleichgestellt ist. Und dann können die Schüler mit einem B2 Deutschniveau in das Studienkolleg aufgenommen werden und schon 2 Semester, also ein Jahr, Kurse besuchen, die sie auf eine Feststellungsprüfung vorbereiten. Und dabei können sie schon verschiedene Kurse wählen, die auch mit ihrem späteren Studienfach zu tun haben. Und somit müssen sie dann später auch das C1-Niveau erlangen, sowie die Feststellungsprüfung bestehen, um dann offiziell an der Universität oder der Fach oder Fachhochschule oder Hochschule studieren zu können. Das ist eine super Möglichkeit, in das Studium schon mal reinzukommen. Du musst dir halt ein Jahr Zeit nehmen, das müsstest du dir sowieso, um das C1 richtig zu erlangen. Und somit lernst du das C1, du bist schon im Studium drin, du hast dann halt noch eine Prüfung am Ende, weil das Abitur oder in deinem Land die Prüfung, die du nach, sagen wir, der 12. Klasse oder vielleicht der 10. Klasse abgelegt hast, wenn das nicht ausreicht, dann hast du hier die Möglichkeit, in Deutschland in das Studium zu gelangen. Du hast dann auch C1 oder kannst dann auch die C1-Prüfung ablegen, damit du dann auch in die Hochschule aufgenommen wirst. Und das ist wirklich eine tolle Möglichkeit für die ausländischen Schüler und vielleicht sogar für dich. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, wo ist denn das TELG-Zertifikat noch so anerkannt? Und zwar kennen wir das TELG-Zertifikat besonders in Deutschland für die Integrationskurse und für die Aufenthaltstitel. Also wenn man dann den Aufenthaltstitel bekommt und so weiter für längere Jahre, um sich in Deutschland aufzuhalten, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, ja, wenn du Deutsch lernst in Deutschland, dazu brauchst du das B1. Das heißt, TELG arbeitet hier mit der Bundesregierung zusammen und dafür ist das Zertifikat be berühmt. Und gleichzeitig ist das TELG-Zertifikat wirklich weltweit bekannt und auch anerkannt in ganz vielen Unternehmen, in Schulen, Universitäten und an staatlichen Stellen. Und in Deutschland bezieht sich das TELG-Zertifikat auch nochmal allgemein und auf spezielle Berufe. Du kannst also auch das B2 Plus für den Beruf ablegen, das geht natürlich auch. Oder wenn du in die Pflege möchtest oder die Medizin sogar. Und viele Arbeiter sehen nämlich wirklich das TELG-Zertifikat auch als ein Plus an. Und somit hast du die Chance auf einen gut bezahlten Job. Jetzt schauen wir uns gemeinsam nochmal ganz kurz an, wie so eine Prüfung aufgebaut ist, wie die aussieht. Und zwar im Allgemeinen sind alle Prüfungen schon gleich aufgebaut. Also wir haben verschiedene Teile, wie Hören, Lesen und so weiter. Das ist schon immer das Gleiche. Aber die unterscheiden sich natürlich bezüglich dem Niveau und dem speziellen Fach, wie zum Beispiel der Pflege. Und hier gucken wir uns mal die B2-Prüfung an. Denn die hat auch mehrere Teile, die sich mit alltagsrelevanten Themen beschäftigen. Hier siehst du den Aufbau so einer Prüfung. Das ist jetzt die B2-Prüfung. Wir haben einen schriftlichen Teil, der besteht aus dem Leseverstehen, Sprachbausteine, Hörverstehen und dem schriftlichen Ausdruck. Leseverstehen und Sprachbausteine gehören so ein bisschen zusammen. Da muss man auch lesen. Das gehört also erstens und zweitens gehört es ein bisschen zusammen. Das macht man auch innerhalb von 90 Minuten zusammen fertig, diese Aufgaben. Dann gibt es Hören, Schreiben und dann gibt es noch einen mündlichen Teil. In dem Leseverstehen, genauso wie im Hörverstehen, siehst du hier das Wort global verstehen, Detailverstehen und selektives Verstehen. Was soll das sein? Das fragst du dich wahrscheinlich. Okay, die Sache ist, du musst, wie auch im Alltag, verschiedene Dinge auf verschiedenen Ebenen verstehen können. Global verstehen heißt, dass du im Großen und Ganzen ein Thema verstehen kannst, den Kern einer Aussage. Okay? Das bezieht sich hier aufs Hören sowie aufs Lesen.
Dann solltest du aber auch manche Sachen im Detail verstehen können. Du liest etwas und musst verstehen im Detail, worum es da geht. Oder du hörst etwas und musst es detailmäßig verstehen, also die Einzelheiten heraushören oder herauslesen können. Selektives Verstehen ist dann wirklich, wo du selber herausfinden musst, was du hier verstehen sollst, zum Beispiel. Da sind dann spezielle Fragen zum Beispiel. Selektives Verstehen heißt also, dass du zum Beispiel nach etwas Besonderem suchen musst, ja, oder eine besondere Frage beantworten musst zu einem Text oder zu einem Audio, was du hörst. In den Sprachbausteinen, das ist die Nummer 2, da haben wir Grammatik und Lexik. Also da geht es schon eher auch um den Wortschatz, die Grammatik, vielleicht auch die Satzbau, Zeichensetzung, solche Sachen. Wie du das auch aus dem Unterricht kennst. Im schriftlichen Ausdruck sollst du eine halbformelle E-Mail schreiben. Also es wird nicht von dir verlangt im B2, dass du sehr formelle, große Briefe schreiben musst oder Essays oder sowas, sondern eine halbformelle E-Mail. Das ist oft sowas wie eine Beschwerde an das Hotel zum Beispiel oder dem Chef sagen, dass du morgen nicht zur Arbeit kommen kannst oder solche Sachen. Halbformelle E-Mails. Im mündlichen Teil sollst du über deine Erfahrungen sprechen, dann Teil einer Diskussion sein und am Ende gemeinsam etwas planen. Da hat man oft entweder Zweiergruppen oder drei Dreiergruppen. Dreiergruppen mit drei Personen. Und am Anfang hast du sowas wie einen kleinen Mini-Vortrag, wo du von dir selber erstmal erzählst. Und dann geht es direkt über in so Diskussionen und wo du dann mit deinen Gesprächspartnern etwas gemeinsam planen sollst. Ich hoffe, du entscheidest dich für die B2-Prüfung und dann können wir uns nämlich auch in den nächsten Videos wiedersehen, wo wir die B2-Prüfung zusammen üben können, wo ich dir noch Tipps und Tricks gebe dazu. Und wenn du dann deine B2-Prüfung auch be bestanden hast, dann freuen sich deine Kommilitonen oder deine Arbeitskollegen natürlich auch schon auf dich. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann würden wir uns freuen, wenn du uns ein Like gibst. Ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Videos auch wieder. Denn da geht es um das TELC-Zertifikat B2 und zwar die einzelnen Teile. Wir werden die zusammen mal durchgehen und durchüben. Also sei dabei und wir sehen uns dann. Tschüss!